Grüß euch, liebe Genokenbücher und Stritzi-Freunde. Herzlich willkommen zu der ersten Doppelfolge Verlassene Orte heute. Es ist nicht immer so, dass alles extrem spektakulär ist. Es ist nicht immer so, dass man da überall viel zum Schauen hat. Es ist nicht immer so, dass es ganz, ganz spannend gestaltet werden kann. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das große Jagdschloss und den heutigen Platz, die Filmrequisitenverleihfirma, zusammenzulegen. Beides für sich sehr nette Plätze, aber meiner Meinung nach nicht unbedingt genug Material für eigenständiges Video. Deswegen hoffe ich, ihr habt viel Spaß heute mit dieser Doppelfolge und gleich zwei verschiedenen verlassenen Orten da beim Winfluencer. Das gibt es sonst nicht einmal mehr in Hollywood. Verstehst du mich? Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video da auf unserem gemeinsamen Kanal. Der Kösi ist heute wieder mit am Start. Grüß euch. Das heißt, es ist wieder verlassene Ortezeit. Und wir haben eventuell wieder was gefunden. Und wir schauen jetzt gerade mal, ob es da einen Eingang gibt. Eine Firma, eine verlassene Firma für Filmrequisiten, also ein Filmrequisitenverleih, soll sich da hinter den Gebüschen verbergen. Wie lange das alles schon leer steht, was es da drin zu entdecken gibt, ob es was zu entdecken gibt, erfahren wir gemeinsam mit euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. So schaut's aus. Okay. Gestaltet sich nicht so einfach. Hat auf Google Earth eher so ausgeschaut, als würde es da einfacher reingehen. Scheint aber nicht so. Schauen wir mal. Und? Kapuzenpullover praktisch, aber manchmal nicht praktisch. Wir sind einmal auf jeden Fall herin. So. Ein mächtiger Außenbereich. Die ersten Eindrücke. Was sagst du, lang verlassen eigentlich, oder? Schon sehr lang. Boah, da brennt da Licht. Brennt da Licht drinnen? Schau her mal bitte. Siehst du das? In die Scheiben, in die großen, oder ist das eine Spiegelung? Ah, ist eine Spiegelung. Sicher? Ja. Also wir bewegen uns mit den ersten Meter leise und vorsichtig und mit Respekt über diesen verlassenen Ort. Angst, aber ich höre, da ist was. Grüße. Da brennt Licht in der Halle, Alter. Das ist kein natürliches Licht. Oder? Oder? Ja, auf jeden Fall knackst und knarzt die ganze Zeit, oder? Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, Meter für Meter vorarbeiten. Schau her mal. Diese Welldinger, die kann man sicher. Die sind wahrscheinlich nur zum Bäcker trocken und dann bist du drinnen. Nur dagegen kann. Beziehungsweise auf der Seite ist auch sowas, wie so ein Vorhang.
Wollen wir zuerst einmal schauen, ob wir irgendwie reinkommen oder wollen wir zuerst einmal in den Außenbereich auch schauen? Schauen wir mal vier. Schauen wir mal vier, oder? Okay. Das ist ein kleiner Wohnwagen. Geil. Mhm. Erster kleiner Lost Place im Lost Place. Überall schon extremer Moosbewuchs. Okay. Lustig. Das ist mal abgesehen davon, dass das alles auch schon Fahrzeuge der älteren Generation sind, dürften die auch schon einige Zeit komplett unbeachtet, ungepflegt. Und das muss man halt auch bei so alten Bundeswehrfahrzeugen, egal wie robust die gebaut sind. Ein Mindestmaß an Zuwendung braucht jedes Fahrzeug, aber das ist dann nirgends mehr gegeben. Was sagst du, wie lange steht sowas da? Die waren ja sicher alle gut, der stützt ja da keine rostigen, der stützt ja nicht nur rostige Autos, der Steyr. Ware. Kettler, glaube ich. Minimum. Braucht man nur schauen, kann man Josche Däublert jetzt noch nehmen. Diese Alcatraz und hinten da diese Leuchtreklame mit den Glühbirndeln. Es sind schon verschiedene Arten von Fahrzeugen da, aber was sagst du, es ist schon überwiegend oder ein guter Teil ist militärisch, gell? Meistens militärisch. Angehaucht. Aber da hast du ja wahrscheinlich, ne? Aber was halt Filmrequisiten waren und zum Verleih, könnte ich mir vorstellen, dass das eben diese Militärfahrzeuge waren, die eventuell eine Zeit lang ganz gut gefragt waren. Schau, vier Karotten. Also von landwirtschaftlich nützbar über Baumaschinen bis hin zu Militärausrüstung, alles am Start. Okay. Ich glaube, das raus. Reifenplan und Felgen. Ja, und das ist eine Generation, die kenne ich schon. Das ist so die klassische, wie wir gesagt haben, die Britschen. Mit der sind übrigens auch wir ausgefahren, mit unserem Vizeleutnant. Das Video und die Geschichte dazu verlinke ich euch jetzt rechts oben. So schaut's aus. Okay, Britsche ist zu hinten. Ja, da war entweder Ladefläche oder hat man da Sitzbanken auch aufschrauben können auf der Britschen. Glaube ich nicht, das war nur Ladefläche. Zum Sitzen waren die 12x18, die großen. Und da liegt noch irgend so ein Stickel von einem Schiff. Das schaut mir so wie ein Stecksystem aus.
Da sind so Kugeln und da hinten sind Löcher. So, der steht sicher da, weil der hat Ladetätigkeit. Ladebordwände. Was ist das, ein Mini-Bagger oder ein Hubwasch, das ist ein Stapler oder irgend sowas? Stapler, ja. So, ein bisschen Graffiti-Kunst. Da hinten stehen noch Schinackeln. Und ich sag's euch, wie es ist, das war auch bis jetzt das, was ich gesehen habe auf Google Earth. Das ist das, was schon vorab sehbar war, die Donau. Aber ich muss auch dazu sagen, ich würde jetzt nicht zwingend versuchen, irgendwie raufzuklettern, weil der Zustand dieser Dinge schon sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Und selbst diesem Plastikfiberglas und was sonst noch verbaut ist, würde ich jetzt nicht mehr über den Weg dran, dass das nicht schon lang porös und spröd ist. Aber wir erfreuen uns einfach da an den Eindrücken von außen. Sehr, sehr leibend. So, und jetzt seht ihr im Hintergrund schon das Stück, weswegen ich eigentlich so wirklich Bock drauf gehabt habe, daher zu fahren. Seht ihr das? Ist in der Sonne noch ein bisschen heftig. Schaut euch das an. Einfach so ein Armee-Hubschrauber. Ist das ein Bell? Hassen die? Waren das die Bell? Waren das? Nein, Bell waren das? Ich habe keine Ahnung. Erst liebe Leute und liebe Hubschrauber-Freaks da draußen. Ich weiß nicht mal, ob das ein Hubschrauber oder ein Helikopter ist. Oder ob das einen Unterschied macht. Aber ist das das Ding von dieser 90er oder 80er Serie, ein Trio mit vier Fäusten? Nein, der hat vorhin so einen Nuppel noch gehabt, der hat so einen Schnauzen noch gehabt. Die Radarnase. Auch sehr beeindruckend, allerdings. Auch anscheinend. Verschlossen. Na, seid ihr's leid? Oh! Spiel des Lebens. Soll er auslassen den Steuerknüppel oder nicht? Spiel des Lebens. Das ist ausgespielt. Ein Bummel. Wer fliegt? Notbett ist da drinnen. Also jede Menge Sachen und jede Menge Zeug zu entdecken. Okay. Puh. Köse hat gerade jemanden gehört, der sich draußen dazu weggestellt hat. Im Auto. Jetzt haben wir uns kurz hinterm Hubschrauber versteckt. Und siehst du? Nichts mehr. Es war aber die ganze Zeit sogar angehört, als denn da irgendwie Schritte oder so, hätte man gehört. Aber man muss dazu sagen, da bewegt sich sowieso die ganze Zeit irgendwas. Also da ist immer irgendwo. Irgendwas bewegt sich immer. Da glaubt man immer, es sind irgendwie Schritte oder schnüffelnder Hund oder sonst irgendwas. Also, wir setzen die Erkundung fort, aber leise. Die Halle war. Alter. Da ist aber nichts, was so schön man könnte, oder? Eigentlich. Das ist ein Landwirtschaftsfahrzeug. Aber du das sagst. Aber die Halle war halt trotzdem noch ganz interessant, dass wir da zumindest einmal noch mal rüberschauen, ob sie da irgendwas tut. Eine Eintrittsmöglichkeit.
die Erika. Erika. Das Schlepperschiff. Ist das ein Boot oder ist das ein Schiff? Liebe Aquanauten da draußen oder Matrosen oder wie auch immer ihr heißt, Piraten oder was. Schaut ihr das an. So. US-Zone. US Army. Mit einem Holzwaggon. Alles sehr, sehr arg. Sehr, sehr arg. So. Also, so wie es ausschaut, gibt es da keinen Weg hinein. Da drinnen stehen noch einmal jede Menge, wahrscheinlich der Hauptteil sogar, Militärfahrzeuge. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gut erkennen könnt durch die Spiegelungen, aber ja, jede Menge Fahrzeuge, Kisten. Oh, da können wir schon reinschauen. Okay, jede Menge Fahrzeuge noch einmal. Fahrzeuge, Flugzeuge und Schwimmzeuge. Ja, sehr schön. Bleibt für uns aber leider verschlossen. Jo, meine Lieben, dann war es das jetzt da. Und wir gehen tatsächlich rein in die Verabschiedung. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und so schaut's aus. So, das war's, liebe Leute. Leider konnten wir weder in die Halle noch ins Bürogebäude hinein. Macht aber jetzt auch nicht wirklich was. Also da sind ein paar wirklich feine Sachen gewesen zum Anschauen heraußen. Und ja, leider komplett verwildert, verwahrlost, zurückgelassen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein verlassener Ort. Dann tut's mir doch bitte unbedingt liken, kommentieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr niemals mehr ein Video. Auch gerne meinen Zweitkanal abonnieren. Da macht's mir eine große Freude. Küsse gehen raus. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schauen wir, was das wird. Danke fürs Dabeisein, danke Köse und grüß euch. Verlassene Orte, Herbst und so, ihr wisst schon Bescheid. Wir sind heute wieder bei einem verlassenen Ort. Ein Jagdschloss, eine Villa. Und gerade einen Eingang gefunden. Jetzt haben wir noch schnell Licht raus. Und während ich das Licht raushol, könnt ihr zum Beispiel mal den Kanal abonnieren. Ganz gepflegt. Ja, weil dann seid ihr immer informiert, wenn sich was Neues tut. Ja, no, jetzt auch. Dabei. So. Alle abonniert. Wir sehen uns drinnen. Grüß euch. Zutritt geschafft. Ein bisschen Aufgabe für so ein Baba-Baba wie mich. Aber geht. So. Bin einmal herinnen. Und der erste Eindruck ist. Also es schaut leer aus. Wow. Wow. Mit den Holzvertäfelungen. So, mal schauen dann, was oben ist. Schauen wir uns mal hier unten um. Boah. Aha. Ein Salon. Oh, oh, oh. Alles klar. Die zweite Leiche. Auf einem Lost Place. Sind wir da, oder? Gastraum oder so. Keine Goldnuggets. Und wieder diese herrlichen alten
Schankanlagen. Oh. So, hat Veranda wahrscheinlich. Und WC-Anlagen. Und ich muss gestehen, es ist eine Wohltat. Schaut euch das an. Endlich einmal alles nach oben. Nichts runtergehauen. Nichts runtergebrochen. Einfach alles nicht da. Das riecht alles ohne Witz, liebe Leute. Ohne Witz, das riecht alles wie damals in der Rosenburg. Ich habe euch mal davon erzählt, dass ich als Kind viel Zeit auf der Rosenburg verbracht habe. Und in der Rosenburg hat es genauso gerochen. Alte Mauer und viel Holz. Altes Holz. Mit Wanne sogar. Hat der schöne Einzel, der wird sieht man schon allein nicht. Das Grundstück dazu. Geht einmal quer ums Haus. Also nicht quer, sondern rund. Rund ums Haus. Und noch mehr Räume. Alles einzelne Zimmer, schwer zu sagen, wie die genutzt worden sind. Oha, ich habe ihn entdeckt. Can't touch this. Oh, 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 can't touch this. Ja, könnte eventuell ein Kinderzimmer gewesen sein, möglicherweise. Quit the shit. Noch einmal Zimmer. Also ja, Wahnsinn und alles, alle Waschbecken, sämtliche Pissoire, Kloschüsseln, es ist einfach alles nur genau so. Da was ich gehört, was haben wir da? Da schon her. Ein Herr, was ist, was heißt das? Doppel-D. Aha. Eine Sitzbadewanne. Ui, das ist ein kleines Bad. Eine sogenannte Sitzbadewanne. Gehen wir baden. Erst gehen wir baden. Ja, das ist aber wirklich ein sehr kuscheliges Bad. Ich mag diese alten Fliesenmuster. Das mag ich mich wirklich, wirklich. So im letzten Video ein bisschen herumgeflaxt, aber das, auf das stelle ich wirklich. Das ist wirklich top edel. So. Und noch ein Zimmer. Wahnsinn. Räume, Räume, Räume. Help, please, Mama. Please, Mama, please. Mama, I've been good all week long. So. Und jetzt schauen wir rauf in den, wahrscheinlich am Dachboden. Schauen wir mal, was da ist. Ui, ui, ui. Schaut das auch noch einmal. Einfach nur mit Zimmern.
Naja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht allzu viel zu sehen. Da auf diesem Lost Place gibt es nicht allzu viel zu schauen. Aber das ist ja nicht immer. Alter, schau, das geht jetzt einfach noch weiter. Das sind einfach nur mehr Urfühlzimmer. Hör auf. Ja, einfach jede Menge Fremdenzimmer. Also nachdem unten eine Gastwirtschaft ist. Schön. Oh, da haben sie sogar einen Teppich. Ja. Ja, nachdem unten eine Gastwirtschaft ist und da heroben jede Menge Zimmer sind, wird das auch wahrscheinlich entsprechend eine Nächtigungsherberge gewesen sein. Die gehe ich davon aus, da heroben sind überhaupt noch Teppich. Lauter gemütliche Zimmer, aber gar nicht so klar, muss man sagen. Gar nicht so klein, diese Zimmer. Auch sehr interessant. Was habe ich schon gesehen? Ein grünes Zimmer, da das gelbe, vorher das rosane und ein himmelblaues. Also selbst da haben sie einfach die Abwechslung gehabt. Und da hat das Übliche schon mittlerweile natürlich. Und einmal noch ein klassischer Dachboden zum Abschluss. Und da geht es noch einmal rauf. Direkt unter das Dach. Das war's schon wieder für heute mit diesem kurz aber knackigen Video zu einem verlassenen Ort, nämlich ein Jagdschloss-Villa und Fremdenzimmer anscheinend und ja, Gastronomie und alles. Ja, und ich packe jetzt geschwind mein Licht wieder ein. Das heißt für euch, ihr habt jetzt ganz schnell Zeit, den Kanal zu abonnieren, für die, die es noch immer nicht gemacht haben. Ich meine, Kanal abonnieren. So, ich hoffe, das haben wir jetzt besprochen mit diesem da. Abonniert meinen Kanal! Ansonsten natürlich das gleiche Spiel wie immer. Ich freue mich über jedes Kommentar, über Likes, über Abos, über all das. Eigentlich über jede Art des Feedbacks und deswegen, da seid ihr super fleißig. Dankeschön dafür, küsse eure Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin. Grüße! So schaut's aus!